Peace, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen, stabilen Video auf meinem Kanal. Neue Game-Vorstellungen und wir lesen uns direkt die Einsendung durch. Also, Name wird in einem Video gezeigt, M12 Raffi, und ihr könnt auch euren ein Spiel reinsenden. Es kann auch euer sein, es muss aber ein Autospiel sein. Gucken wir uns das später, aber das soll nicht euer Roblox-Name rein, sondern der Name des Spiels. Hier zum Beispiel ist Newtress am Link. Kann man es gut sehen. Kurze Spielbeschreibung. Sieht das Folge noch? In der Beta, kurz FL, ist ein amerikanisches Spiel, was auf RP basiert. Mit mehr als 20 funktionierenden Jobs in-game ist FL sehr ausgeprägt und groß. Der Fuhrpark bietet mehr als 120 verschiedene Autos. Ich kann sagen, jetzt einfach kopiert. Dann wird man da einen Rang aufsteigen. Zum Beispiel bei der Polizeiofficer Sergeant. Die Waffengewalt ist sehr realistisch. Natürlich liegt es ein Stück weit an den Spielern, aber das Spiel ist so aufgebaut, dass es sehr im Realistischen bleibt. Ich kenne das Spiel noch nicht. Zieh ich mir jetzt neu rein. Habe ich nie von gehört. Wir gehen direkt Jobs. Welcher Job gefällt mir denn hier? Automaten. Okay. Finde ich. Hört sich doch super an. Mensch. Sind wir hier? Fintech Employ. Gucken wir mal. Mensch, hab ich ja schon mal gespielt. Mensch, guten Morgen, Jungs. Ich gehe hier ganz gerne auf intern, damit ich ein bisschen rumspaßen kann. Wie wird dieser Sort da funktionieren? Hier, ich kenne gar kein RP sich. Ist jemand im Büro? Zum Ab. Nee, gibt ja nur den Brrr. Die Drops sind alle sehr nice in dem Spiel. Ich kann nicht alles vorstellen, das Spiel ist so gigantisch. Ab in der Garage. Jetzt bauen wir uns hier ein neues Fahrzeug. Oh, da war ja was. Hab mein Huracan ja verkauft. Für Sparen. Wie viel brauchen für den schnellsten im Game? Auf den habe ich gespart. Für den will ich. Aber der Porsche ist auch ganz nice. So. Der zieh ich. Da hat sich auch was verändert. Es gibt neue Sachen. War ja auch wieder lange nicht drin. Bro, ich suchte gerade ein Dealership. Also, die Map ist richtig geil. In Perspektive gibt es leider nicht. Dann gucken wir halt das Fahrzeug von außen an. Was ist denn hier los? Mensch. Gibt es hier kein Ja, doch, da gibt es einen Parkplatz für mich. Sag mal, geht's noch? Okay, Kröller ist drin. Ja. Fuck, was für mich kurz nehmen. So. Perfekt. Perfekt eingepackt. So. Das war auf jeden Fall ein Supercar. Aber. Nee, war ein Elektrik. Das Elektrik Hyper war es denn. War ein Hyper. Damein. Mein Geld sagt ja.
Ich kann ihn mir kaufen, wenn ich kurz ich arbeite nachher. Wir gehen jetzt aber mal in einen anderen Job. Welchen kenne ich denn noch nicht? Criminal kenne ich noch nicht. Brauche ich hier mal Bugatti Chiron? Sag mal, darf ich fahren? Danke. Wie viele Cops? Oh, zu viele. Sag mal, habe ich mit dir geredet? Mensch. Auch eine neue Location. Früher war gerade aus der Bank. Jetzt nimmer. Jetzt ist es hier hinten am Punkt der Welt. Salam! Warte, hier ist du, Greg. Das ist hier drüben die Bank. Jo. Ich kenne mich auf der Map noch aus, das gefällt mir. Da wird gerade überfallen, brauche nicht. Guck mal, ob die Bank geht. Wenn wir Glück haben, geht es ja nämlich. Oh. Holt sie mir deine Hand. Jetzt noch Warnblinker an. So. Das wird richtig gefährlich. Alleine hier drinnen. Das ist gefährlich. Muss halt nur mal Level aufsteigen. Bleibt da nicht drin. Steig heute das Auto ein bisschen abgelehnt. Obwohl, ich muss ja gar nicht so nah dran stehen. So, wie sieht es nach der Werbung? Wenn es spannend wird, wird die Werbung vorzeitig abgebrochen. So, da seid ihr, da seid ihr schon wieder. Zeit ist viel zu lang noch. Das machen wir am Ende des Videos. So, wir sehen uns nach der ersten Werbung. Es ist Zeit, Mensch. Komm mal rein, komm mal rein, komm mal rein. Oh nein, die geht wieder, oder? Hallo? Hallo, Schwesters? Hallo? Moin. Wenn mehrere da sind, gehe ich auch rein. Heilige, den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Hackt, er hackt. Heilige Machel. Er hackt. Er hat den einen durch die Wand erschossen. Das
geht so nicht. Nein. Einfach nein. Zeit ist mies. Okay, wir sehen uns nach der nächsten Werbung. Ich hab noch was parat. Kein Beileid, Jungs. Kein Beileid. Hey du, hast du schon mal was von Erla gehört? Wenn nicht, dann zeigen wir dir, was Erla ist. Erla ist ein amerikanisches RP-Game, was mit Whitelist funktioniert. So, wenn man hier jetzt auf dem Discord-Server ist, kann man jetzt hier slash Apply machen. Das wird Steve gleich einmal vorführen. Dann kann man sich bewerben, verifizieren. Und wenn er es getan hat, dann sehen wir uns gleich bei seiner Bewerbung. So, hier sind wir jetzt die Bewerbung von Steve. Also, hier Roblox Username, Steve, DC, Steve, RP Roleplay, RDM Random Deathmatch, FRP, Fail Roleplay, Fake Roleplay. Ja, ich habe Erfahrung. An die Seite ranfahren oder wenn die Person Folgen reinpackt, folgen. Wie alt bist du? 12. Ist solide. Jetzt kann ich es löschen, ablehnen oder annehmen. Ich nehme es an, Super XD oder schreibt Super XD, so dann kriegt er die Rolle Ad verifiziert. Dann hat er das jetzt bekommen, dann können wir nachschauen. Er hat die Rolle verifiziert und kann jetzt hier überall zugreifen. Und dann kann ich ihn halt noch in der Roblox-Gruppe auch verifizieren, so dass er Erla spielen kann. Jetzt zeige ich euch noch ein bisschen, was es in Erla schon gibt. Kopperei. Kopperei ist drin. Kopperei schießt. Da sitzt er. Er bricht ab. Ah ne, er ist hier. Kill ihn doch. Wie viel Kopperei haben wir hier? Zu viel. Zu viel. Den kriege ich. Das ist aber schwer. Ah, ich kann nicht mehr knallen. Ja, genau, jetzt öffnet. Genau. Nee, Schrottspiel. 1 von 10. Spaß. Geben wir eine 6 von 10. Tschö. Mit Kühl.